Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Super Mario Galaxy und jetzt wird es klappen mit der Galaxie hier nach den zigtausenden Fehlschlägen. Die Trümmer-Tornado-Galaxie, langsam Toxbox, sachte Wumm. Und ich hasse es, dass man die Remotes nur anhusten muss und dann wird schon die zweite eingeschaltet. Darum fliegt mir jetzt dieser zweite Stern hinterher, habe ich gerade eben gemerkt. Total behindert. Ich hab's. Oh, Mama, ich sehe nichts wegen diesem riesen Player One-Ding. Warum? Die Remotes sind echt ein Scheiß, dass man nur husten muss und dann gehen sie an. Das ist doch. Und das Geile ist ja, dann suchen sie ungefähr so eine halbe Stunde nach einer Wii, auf die sie connecten können. Und wenn ich meine Wii nicht am Strom habe, dann leeren sie die kompletten Batterien der Wiimotes. Also da hat Nintendo echt ein bisschen einen Rotz gemacht. So. Jetzt, endlich. Ich kann wieder was sehen. Und ja, ich muss erstmal einspielen nach der Pause. Wir haben ja letztes Mal hier wunderbar kurz vorm Ende gefailt, oder ich jedenfalls. Und ich möchte nicht zerquetscht werden von dir. Ich möchte einfach nur durchlaufen, danke. Ich komme gerade frisch vom Spielen von Super Meat Boy und bin darum noch etwas darauf eingestellt. Darum ist es alles so 3D und ungewöhnlich für mich hier. Danke. Dreh um, Toxbox. Oh Gott, war das wieder mal knapp. Uff, okay, so. Da will ich rüber. Dich will ich drücken. Okay, cool. Yeah. Ah. Und dann will ich da. Oh, Moment mal. Ich möchte erst wissen, wo da die Safe Spots sind. Oh Gott, ich weiß es nicht. Ich laufe erstmal hier hoch. Genau so war das. Ich laufe erstmal hoch. Und jetzt merke ich es mir hier. Da ist nämlich direkt einer. Hier an der Stelle. So. Genau, alles klar. Damit wäre schon mal ein schwieriger Part, für mich jedenfalls, hinter mich gebracht. Hier bin ich safe. Da bin ich jetzt mal gestorben, weil ich so ein Idiot war. Oh mein Gott, Moment mal, stopp. Hm, nee, ich musste doch schon Gas geben und dann laufen, anders geht's nicht. Okay, cool. Der Punkt hier ist sicher. Jawohl, ja, okay. Sternteule. Der Punkt da ist sicher, der hier. Moment mal, mir fehlt da schon wieder irgendeiner. Nein, doch, hier vorne ist er. Okay, meine Chance. Klar, alles klar. Vier Stück haben wir. Die fahren einfach nur vorn zurück. Boah, wir haben es, glaube ich, geschafft. Eigentlich war es ja gar nicht so schwer. Ich bin hier echt ewig lang rumgenudelt jetzt, meine Güte. Rumgenudelt bis zum Umfallen. Ach, wie schön. So, 93 Sterne haben wir. Und jetzt muss ich da gerade mal gucken. Oh, Schabernack-Komet, wie viele Sterne ich noch brauche, um die ganze Welt da zu sehen. Ich glaube, es dauert noch eine ganze Weile. Also ich mache so, wenn ich alle Dimensionen, alle Galaxien der Welt erst gesehen habe, dann bin ich fertig für mich mit dem Spiel. 7 Münzen brauche ich, 7 Sterne brauche ich noch und dann, ich weiß nicht, ob ich die noch mache, weil du musst nur so viel sammeln. Also wenn ich sag mal, ich mache noch die hier, auf jeden Fall. Ob ich das mache, weiß ich nicht, aber das mache ich auf jeden Fall noch und dann wäre das Spiel für mich soweit als Let's Play abgeschlossen. So, Weltenkarte. Die haben wir komplett. Dann gehen wir doch mal hier rein. Was geht hier? Biskuitboden-Galaxie. Dorthin fliegen. Dun dun.
din, din. Kometenalarm, Alarm, 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 Alarm. Erleuchtet den Weg zu den lila Münzen. Also mal wieder so ein lila Münzen-Run, wo wir von Schatten-Marios gejagt werden. Mal schauen, dürfte also nicht so schwer werden. Wohl, bin ich nicht am Ende ein paar Mal gestorben beim Versuch, die Kometenmünze mitzunehmen? Ich weiß es nicht mehr, ehrlich gesagt. Also, nehmen wir mal Yoshi mit hier. So. Das sieht es, ehrlich gesagt, ohne bösartige Mario-Dinger. Ah gut, mit der Zeit könnte es kritisch werden. Ich muss mein TV lauter machen, sonst soll ich die Zeit nicht ausgehen. So, jetzt. Auch auf die Gefahren, dass ihr meinen TV im Hintergrund hört. Aber ich sollte schon wissen, was hier vor sich geht. Oh Gott, es könnte doch schwieriger werden, weil ich hier ja massig Zeug einsammeln muss. Ich mach's jetzt anders, ich mach's jetzt so, geh zurück, hol mir nochmal die Frucht. Hol mir nochmal diese Frucht. Na gut, ich kann die immer wieder einsammeln, das ist also weniger das Problem, aber... Wuppla! So, da sind wir sicher fürs Erste. Gibt dem Ganzen halt ein neues Zeitdruckelement dazu ein bisschen. Aber ist jetzt nicht so sehr das Problem. Ich habe irgendwie Kopfschmerzen gerade, merke ich. Das ganze Videospielen bekommt mir nicht gut. Unsinn, Videospielen ist super. Glaubt mir nicht, wenn ich sowas sage. Und da sind wieder unsichtbare Kekse. Noch 7 Münzen, das scheint jetzt ja nicht so das Problem zu sein, ehrlich gesagt. Aber wenn ich mal einen leichteren Stern bekomme, dann freue ich mich auch. Nach dem ganzen Rumgefehle, das war jetzt schon wieder grenzwertig, der Sprung, muss ich ganz ehrlich gestehen. Da war ich vor allem nicht sicher, ob ich den schaffen werde. So, noch eine, die sehen wir schon da hinten. Na, also, war kein Stress. Ach, wie toll. Wundertoll. Yeah, man, voll komplett die Galaxie. Wie viele Sternteile sind eigentlich bei dem hier? Ja. Ja, ich glaube, ich brauche 1,8 für den einen fetten Gourmet-Luma. Das heißt, das könnten wir auch noch machen irgendwann. Der eine Gourmet-Luma, dann haben wir es fast alle. Okay, aber hier scheint noch nicht, doch, da haben wir es auch, ein Ding komplett Symbol. Da fehlt uns die Kometenmünze. Das ist immer doof, weil es gibt so keinen Stern, wenn wir die einsammeln. Aber ich möchte auch so ein Komplett-Häkchen haben eigentlich, gerade wenn ich schon dabei bin. Zwischen Clipstadt und Klappstadt, wir wissen ja mittlerweile, oder ich weiß mittlerweile, in jeder ersten Galaxie ist, oder bei jedem ersten Stern der Galaxie ist immer die Kometenmünze drin. So, was gibt's denn hier Feines? Nichts. Klappen wir mal rum. So. Auch hier ist noch keine Kometenmünze am Start. Zerstören wir mal das gesamte Inventar der Clip- und Klappstadt. Bam. Octogumba. Und da ist ein Warp-Ding. Und da ist schon die Kometenmünze. Ach, schütteln. Ich depp. So, was gibt euch? Oh ja, stimmt. Ihr dreht euch und seid Arschlöcher. Und ich krieg sie nicht getötet. Voll geil. Warum leuchte ich so seltsam? Macht das immer in diesen Bonusrunden immer Dimensionen sagen? Ich weiß auch nicht warum. Und ich, also die Leben kann ich ja vergessen bei meiner Geschwindigkeit.
So viel dazu. Aber ich habe gesehen, da drüben ist die Kometenmünze und dieses Ding ist bösartig und groß. Ohne Münze. Yeah. Okay. Kann man mal da durchgehen. Die bekommen wir. Oh mein Gott, ich blick nicht, wo wir jetzt gravitationsmäßig genau hinspringen, aber es hat geklappt. Jetzt nur noch die Galaxie zu Ende bringen. Boing. Kavutsch. Da kommt ein Ball. Ein Ball, ein Kettenhund. Ein großer Kettenhund. Dann gehen wir mal. Upsala, da muss man springen. Schön, dass man die Schatten sieht, das ist sehr fair gemacht. Dann gehen wir darüber, holen uns diesen Pilz. Wir finden das ganz toll. Oh, 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 oh. Boah, grandios, wie ich das überlebt habe. Boah! Von allen Seiten werde ich gemobbt. Poink, und dann fliegen wir da runter. Muss ich den platt machen? Ich tue es einfach mal, weil ich es kann. So. Wupp! Ey, ey! Alter! Ah, da. Okay, alles klar. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Ah, okay. Aber nur Münzen, 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 Münzen. Hui. So. Ah, genau. Das war ein bisschen verschickend. Verschirkend. Muss ich mich halt wieder spinnen? Nein, noch nicht. Erst da drüben. Zack. Upsala. Ah, es war zu früh. Das hat gepasst. Auch hier müssen wir unten durch. So, den kriegen wir weg. Dann können wir darüber fliegen und dann haben wir es auch gleich geschafft, meine ich. Oh, 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 kommt da noch. Ah, da kommt noch ein Bosskampf. Auch das noch. Naja. Also. Upsala. In die Fresse reinrennen ist uncool. Ich glaube, der war ein bisschen nerviger, der Kampf, wenn ich mich richtig erinnere. Dö-dö-dö. Dö-dö-dö-dö. Bonk. Ich meine, es fängt sie irgendwie an, die Teile unter Feuer zu setzen. Oder so. Ja, right. Oh, haha, das war knapp. Nein, ich habe vergessen zu stampfen. Ich säcke. Fuck, vorbei. Und wie knapp. Komm, lauf hier rüber, lauf hier rüber. Ach, Mann. Komm schon, Big Mama, ich bin hier. Oh, Kacke. Monus! Ich wusste nicht, dass die da so schnell von recovered. Lauf hier rüber, lauf hier rüber, Big Mama. Oh, Kacke! Die kommen weiter. Ah, stimmt, jetzt weiß ich, warum der Bosskampf so nervig war. So. Schluss mit Lustig. Lauf zu, lauf zu. Ja, Mann. Timing.
besiegt. Und das alles nur für eine Kometenmünze. Yeah. Und dann mag noch einer sagen, ich bin nicht hardcore. Wupp. Also gut, wir sehen uns dann theoretisch im nächsten Teil gleich wieder. Bis dann, bye bye.